So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West Part 2. Ich mache diesen Part mal ein bisschen kürzer und ich habe mal ein bisschen... Ich habe das Stream-Overlay mal benutzt, als wir das angetestet haben, habe ich da ein bisschen was erstellt. Oben der Balken war eigentlich für den Chat gedacht. Da ich jetzt in der Aufnahme bin, ich mache das jetzt... Ich denke mal, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde Aufnahme, mal gucken, wie es gerade passt. Ihr könnt mir ja Bescheid geben, wie ihr das mit dem Hintergrund so findet. So ein bisschen Overlay, ein bisschen Spielerei können wir ja machen. Bin auch bereit, da wieder was zu basteln, wenn euch das gefallen würde. Allerdings kenne ich auch ein kleines Problemchen, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man mit Overlay arbeitet und man, je nachdem, auf was für ein Bildschirm man guckt, wenn das Overlay immer gleich ist, dann kann es auch mal sein, dass sich da mal was einbrennt oder so. Das ist mir mal bei einem iPad für eine gewisse Zeit passiert, bis es wieder abgekühlt hat, weil ich da irgendwie eingeschlafen bin und irgendwie über 12 Stunden am Stromgerät einfach ein und dasselbe Bild drin war. Und da musste ich das Ding einmal neu starten und hat sich das wieder gegessen. Aber dementsprechend, ja. Ich mache jetzt mal so 30 Minuten, teste das mal. Wenn euch das gefällt, klar, haut's raus. Dann werde ich das as soon as possible natürlich dann berücksichtigen. Wenn ihr sagt, ja, nee, nimmt zu viel vom Spiel weg, ist das auch okay. Also dementsprechend kann man da schon... Also die technischen Möglichkeiten bestehen. Die Frage ist nur, sind sie notwendig? Ich brauche sie jetzt nicht, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch kein großer Aufwand. Die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Ich komme sie nicht zu uns. Ist jetzt für mich jetzt auch nicht unbedingt... technisch ein großer Aufwand, wo ich sagen würde, ja, bin nicht bereit, das zu machen oder so. Ist eigentlich nur Auflösung rendern oder beziehungsweise berechnen, dementsprechend alles vorzubereiten, wenn überhaupt. Ich glaube, in diesem Hintergrund habe ich nur den Ausschnitt der Facecam und den Chat gemacht. Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Und alles andere ist halt einfach nur drüber gelegt, also da habe ich noch nicht mal großartig mir Mühe gegeben. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse. Aber ich müsste dafür eine Background, eine zweite. Alles gerade biegen? Ne. Ja. Zweite Version reinmachen. Wenn ich das Backup finde. Ich glaube, das Einzige, was ich reingesetzt habe, ist PlayStation 4 Logo. In dem Background. Durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Hey, Val. Hier sind Daten. Du kannst sie mit dem Fokus. Die Daten. Notizbuch ansehen. Ja. Da ich dieses Spiel nicht kenne, wird es schön sein, diese Dinger durchzulesen. Ich gebe mein Bestes, okay? Zusammenfassung des verantwortlichen Hohen Rates. Die Verhandlung mit des, beziehungsweise Datenprotokoll etc. Ja, das ist Überschrift, muss man nicht lesen. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche. Im Gegensatz zu den wenigen taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Far Synod eine Kopie des Prototyps Homer-Archivs bereits gesendet. 500 Ektogenese-Kammern müssen auf dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Elektrogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Far Synod in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unsere Einschätzung des Zero Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollendetes Archiv des menschlichen Wissens sein. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sorbeck nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich ihr klargemacht habe, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentliche Gespräche mit Dr. Sobecks Team führen, während Daten beschädigt. Erwähnen Technologie, die Far Synod mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Mal sehen. Mach das. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Ja. Wir wollen weiter Action machen. Wir müssen wohl hochklettern. Easy. Easy peasy, lemon squeezy. Müssen wir hier hoch? Warte mal, stopp. Nein, du sollst nicht runterspringen.
Machen wir mal die Leiter runter für den Fall, dass irgendwas passiert. Kommst du hinterher, Wal? Der ist ja auch alles alt. Es ist ja 1000 Jahre alt. Ich geh mal wissen. Das Atmen fällt dir schwer. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Oi. Huste mal nicht so die ganze Zeit rum, Aloy. Anzu. Wer weiß, was für eine Corona-Variante das ist. Da wird es angeblich von der Zentauren-Corona-Variante gehört. Wir werden alle sterben, oh nein. Mein Impfen ist okay, aber kommt immer irgendwo aus irgendeinem Land irgendeine neue Variante. Nächstes Jahr gibt es dann die Zeus-Variante, die ich beim Blick schon allein nur töte. Ich meine, ich bin geimpft, um mal auf dieses Thema zu kommen. Ich hatte im März auch Corona. Es war nicht schön. Und ich war, wenn ich mal so bedenke, wie es hätte ohne Impfung laufen können, schwierig geworden, schwieriger. Also ich war froh, geimpft gewesen zu sein und auch aufgefrischt. Aber irgendwann ist man es auch. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, ich bin es leid, das zu hören. Dementsprechend muss man als Medien Repräsentant nicht immer alles so krass aufbauschen. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Vor Zenith hat Gaia gestohlen. Das habe ich mir nämlich schon eher gedacht. Warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Ach, er wird verstehen, Aloy. Er wird es verstehen. Sieh mal hier. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Hä? Von was krieg ich denn jetzt? Hier ist doch nichts Rotes. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns viel. Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Frostschleuder. Okay. So, und jetzt? Begib dich zum Rechenzentrum. Muss ich da jetzt durch oder muss mir der Frostschleuder irgendwas kaputt machen? Wenn ich da vor der Tür stehe, wie kann es sein, dass ich da Leben verliere, weil irgend... Och, komm schon. Das mit dem Giftnebel ist zwar
Ich weiß, dass es nervig sein soll. Aber muss es nicht übertreiben. Vor allem nicht vor Türen, vor der man durch muss. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Hä? Gut. Warum? Liegt das am Schwerdingsbums, dass man das nicht sieht? Da, das muss die Maschine sein. Lol. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Toll. Was zieht man denn jetzt schon wieder ab? So eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Diese Dinger? Nehmen Sie bei dem Bogen. Pack dich! Die Maschine hielt der Kälte nicht stand. Noch mehr Osserhamstöberer. Oder sind das die. Ist das die Säure? Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich verstehe jetzt beim besten Willen nicht, wie was mich da jetzt macht. Ist das ein Bug? Also. Darf man bald nirgends mehr mal drüber? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Frau Sine? Nein. Er war cool. Ich verstehe jetzt nicht, warum ich da jetzt eben Schaden genommen habe. Beim besten Willen nicht. Ich meine, bei dem roten habe ich das halt verstanden, okay. Das konnte man auch sehen, aber hier jetzt gar nicht. Auf einmal hat die gehustet und alles ist meh. Also von daher, naja, wollen wir mal gucken. Bin mal gespannt. Ich hoffe, das zieht sich nicht durch das gesamte Spiel. Ich hätte vielleicht mal eine Pot... Ja, ist egal. Wir spielen auf schwer, nicht auf sehr schwer, oder? Ja, schwer sollte ausreichen. Was haben wir denn noch als Notizbuch? Gräber und Wühler, okay. Neue Maschinen. Ja, das ist ja. So, wollen wir mal gucken. Hologrammdatenpunkte müssten wir eigentlich haben. Haben wir ja alle gesehen. Quests. Zonrads, Fendlung. Ja, das haben wir gelesen. Was ist das hier? Ibashuri, FSHR, okay, Info-Update, Gesetz, geschätzte Mitglieder des Hohen Rates annähernd der gewünschten Hand. Was? Anhängend der gewünschte Bericht. Ich gehe davon aus, dass ich Ende der Woche weitere Informationen habe, liefern kann. Anhang. Elizabeth Thorbeck. Alle Quellen weisen darauf hin, dass Dr. Thorbeck weiterhin fieberhaft an der Entwicklung von Gaia arbeitet und dabei bis an ihre psychischen und physischen Grenzen geht. Und da steht ein großes Team. Aber unsere Quellen berichten, dass sie ihre Zeit meist allein verbringt, was ihren bisher dokumentierten Gewohnheiten entspricht. Weitere Einzelheiten siehe Hauptdatei. Schlussfolgerung. Dr. Sobek ahnt nach wie vor nichts vom Projekt an. Sie wird weiter beobachtet und eventuelle Verhaltensänderungen festzustellen. Ted Farrow. Mr. Farrow zeigt weiterhin extreme Schuldgefühle und physische, psychische Instabilität. Sein Retterkomplex
Siehe Hauptdatei hindert ihn daran, sich mit seiner Verantwortlichkeit für die bevorstehende Vernichtung des Lebens auf der Erde auseinanderzusetzen. Seine Aufmerksamkeit ist zwar hauptsächlich auf den Bau von Theben gerichtet, doch unsere Quellen zufolge hat er vor kurzem Hank Shaw dazu gezwungen, eine geheime Hintertür im Zero-Dawn-System zu installieren, mit deren Hilfe die Alpha-Autorität aufgehoben werden kann. Es ist unklar, was Mr. Farrow damit bezweckt. Er könnte damit zwar den Erfolg von Zero Dawn gefährden, er sollte jedoch keine Auswirkung auf die Ziele von Anzu haben. Schlussfolgerung irrelevant für die Ziele von Far Zenith. Keine weiteren Maßnahmen notwendig. Hank Shaw. Der letzte Kontakt mit Mr. Shaw hat bestätigt, dass er die Arbeit in seiner Rolle als Projekt Beta des Hades, der Hades-Unterfunktion fortsetzt und seine Verbindung zu unserer Organisation unbemerkt geblieben ist. Er hat für seine Koje auf der Odyssee eine Premium-Ausstattung gefordert, was bewilligt wurde. Schlussfolgerung: Mr. Shaw liegt mit der Lieferung einer Kopie von Gaia im Plan. Nach der Übertragung wird er vor dem Start der Odyssee aus der Gleichung gestrichen. Maßnahmenplan sind. Aha. Wir wollten also Zeug haben. Und er hat gesagt: Weißt du was, im Ausgleich für die Daten komme ich mit. Und er so: Ja, ist okay, alles gut. Alles bewilligt. Und dann, wenn er die Daten hat, bam, abgeschossen. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Wir sind ins Tal hinabgestiegen, um in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen. Aber bei der Schmiede, er hatte recht, dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen. Aber ansonsten haben wir den Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe eines Haupteingangs aufgeschlagen. Faruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er einen seinen Hammer fallen gelassen hat. Haruf hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und der die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, der Kleine stöbert zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuen Prototyp ausprobiert und nennt ihn Haken und Zier. An dem Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Haruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher der Preis, das man im Meridian dafür erzielt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume und andere Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Joa. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren, vielleicht ein Erdbeben, aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drinnen ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, als wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache meine Trainingsattrappe. Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat es nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen und ja. Ich würde sagen, das war nicht optimal. Aber dass du überall dieses Gift hast, ist jetzt auch nicht so geil. Patrouillieren Maschinen. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Warte mal, wieso im Fokus behalten? Ich würde die gerne klatschen. Aber dafür müssten die erstmal herkommen. Och, Wahl, komm schon. Das wird ein Spaß. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich fand die Kämpfe bei
bei Zero Dawn wesentlich... Ich weiß nicht. Ich fand die irgendwie ein bisschen... Okay. Wie kommen wir jetzt hier raus? Interessanter. Irgendwie... Wie soll ich das sagen? Knackiger. Hier fühlen die sich so ein bisschen... leicht an. Frostbomben. Ja, nehme ich mal ein paar mit. Wer weiß. Ich muss aber keine herstellen. Holz haben wir nicht mehr so viel, ne? Die Maschine schlug direkt durch die Mauer. Zweimal. Bisschen wenig, wenn man mal bedenkt, dass es ein gesamter Dingsbums ist. Ein gesamter Ast. Nur zweimal Reinholz für Pfeile. Aber ist jetzt auch nicht so, als wenn es jetzt Mangelware wäre. Muss ich aber vielleicht auch erst an die Steuerung gewöhnen. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach ein bisschen zu blöd bin gerade. Einfach, weil ich jetzt nicht unbedingt der Beste bin. Noch nicht so dran bin, okay? Diesen Part mache ich mal ein bisschen... Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Tja, wenn das der eigene Sohn schon sagt, dann... Nie lächeln! Ist jetzt nicht so optimal. Man kann es mit dem Dickicht auch ein bisschen übertreiben. Man wird ja mehr von allem erschlagen gefühlt. Ach, hier hoch muss ich, okay. Kann mich nicht von da, nee. Nee, ne? So. Hab ich aus South Park. Nee, ne? Yo. Drei von den Dingen? Ich will nichts sagen, aber... Wenn wir uns getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Ich will zwar nichts sagen, aber... Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Tja, ich will zwar nichts sagen, aber... Zum Shuttle kommen. Jetzt sind wir wieder allein unterwegs. Ich will echt nichts sagen, aber es wird interessant. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Wo gibt es hier Sachen? Ja. Er hat mir ein bisschen... Es lief ganz gut. Okay. EPs werden weiterhin angezeigt, was gut ist. Mit dem Stein finde ich Quatsch. Viel zu umständlich, bei aller Liebe. Na komm her. Na komm. Na komm her. Na komm her. Ich will aufs Maul. Na, mein Speer in dein Gesicht. Schön, ne? Lecker. Ist noch einer? Na komm, kleines Wiesel.
Na komm hier. So. Wurmkarton. Wunderbar. Auch geplündert. Super, was haben wir hier? Vorratskiste. Nehmen wir mit. Und sollte das gehen. Hier verstehe ich's. Dass das nicht gut ist. Da bin ich voll dabei. Aber eben, das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte mal, ich will mal was gucken. Kann ich irgendwas herstellen? Muss ich dafür jetzt... Ich meine, die haben das Inventar ein bisschen übersichtlicher gemacht, das muss man sagen. Hier zwei zu verkaufende Wertgegenstände. Das sieht zumindest ein bisschen aufgeräumter aus. Aber warum kann ich denn jetzt nichts herstellen? Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Ja, ich weiß. Du musst nicht schreien. Du sprichst doch eh nur mit mir. Und ich hänge dir sowieso am Arsch. Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Und weiter. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Ja. Geschafft. Lol. Das mit dem Hin- und Herspringen ist zwar ganz gut, aber vielleicht ein bisschen too much. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man beim Nachfolger nicht nur die alten Fähigkeiten und neue Fähigkeiten mixt, sondern dass man auch eine gute Balance reinkriegt, weil zu viel kann auch eher ablenkend sein. Bin mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Ansonsten freue ich mich so ein bisschen auf das Spiel. Das war extra. Maschinenteil. Wow, falscher Knopf. Entschuldigung. Falschen Knopf gedrückt. Und dann habe ich gedacht, fuck. Jetzt springt's, jetzt hüpfst du tot. Nein, aber mal wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Der Sturm wird stärker. Oh, geschafft. Bist du dir da sicher? Das war knapp. Ich will zwar nicht sagen, die Alte hat... Turm weniger. Auf zum nächsten. Oh wei. Ich will zwar nicht sagen, die Alte hat ein bisschen... Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht kann ich da... Hier geht's wohl nur nach oben. Der Ort fällt fast auseinander. Ja, und du springst da rum wie so eine Bekloppte, ist mir schon klar. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Das ist schön. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken. Wenn du dich hier nämlich verstecken kannst, bedeutet das in der Regel... dass es hier auch Maschinen gibt. Super. Noch mehr Maschinen. Jetzt hol doch mal nicht rum. Die ganze Zeit nur rumlaufen kann es auch nicht sein. Fuck.
Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Na, was war das? Na, gib mal dahin! Hallo, du Lappenmaschine, du sollst da hingehen. So, jetzt aber. 10 Maschinen durch Tarnkill erhalten. Super, finde ich wunderbar. So, wo ist denn der andere? Kotverschmierte Schniedelwutz. Muss er noch irgendwo einer rumgeistern. Da. Warte mal, wo läuft denn der rum? Kann ich die Spur mal von dem markieren? Könnten den hier plätten. Frage ist nur... Oh, der ist doch mehr als gedacht. Na komm. Komm, kleines Tierchen, komm zu mir. Ich hab hier auch ein Speer bei mir. Ja, mir mit mir zu reimen ist natürlich dumm, aber... Es ist mir scheißegal. Ich biete unglaublich schlechte Unterhaltung. Ultralahme Sprüche. Und Aufregung, als würde einem der Sack platzen. Obwohl, noch geht's. Noch geht's. Warte mal ab, wenn erstmal der erste schwierige Gegner kommt. Und ich... Das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Das will ich nicht. Und im Endeffekt wird's doch gefeiert. So, warte mal. Vielleicht kann ich den ja herlocken. Das mit dem Stein dauert viel zu lang mit der Animation. Das fühlt sich so unglaublich lang an. Das war beim ersten Teil, ging das fixer. Hallo! Okay. Jetzt bin ich hier ungestört. Super. Nehmen wir mal die Steine mit. Ja gut, mehr als 5 kann... Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Sie könnte, sie muss aber nicht. Okay. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Als ob die das nicht mitkriegen. Hängt in den Seilen. Ja, voll schlimm, ne? Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ja, natürlich. Was man nicht alles macht. Ich würde sagen... Wie komme ich jetzt auf den Turm? Wie wohl? Da ist ein Aufzug runtergekommen. Es könnte helfen. Ja, das ist mir schon klar. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht nicht. So, lass mich überlegen. Komme ich da so hoch? Ja. Gut. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Das ist mir schon klar, dass du da hochklettern musst. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Komme ich da so dran? Oder muss ich da... Nein! Ich habe immer Angst, wenn ich zweimal springe, weil ich da den Haken benutzen muss. Wenn es aber ausreicht, dann springt die halt zweimal. Und da haben wir dann schon wieder dieses Problem mit, es ist schön, eine neue Fähigkeit reinzusetzen, die dann auch ziemlich geil aussieht, durchaus. Das hinterfrage ich nicht. Aber... Hallo? Damit kann man aber auch natürlich solche Situationen hervorprovozieren. Wo ich dann denke, ja, das muss dann auch nicht sein. Das sollte die richtige Stelle sein. Es war schön, dass sie auf dem gelben hocken bleibt, aber... Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. Ja, ganz genau. Das habe ich gemeint. Jetzt weiß ich als Spieler... Nicht unbedingt, muss ich da jetzt so einen Sprung machen? Oder nicht?
Aber naja. Spieleentwickler und Publisher. Es ist immer ein bisschen schwierig mit solchen Leuten. Weil meistens machen die Sachen, die jetzt nicht jeden der Community treffen. So. Hallo, ich drück nach vorne. Ich drück übrigens nach vorne. Das hat sehr gut funktioniert. So, nach oben. Und jetzt bleibt ihr erstmal stehen. Das sind so viele Kleinigkeiten, die in meinen Augen so, was muss ich jetzt hier machen? Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier wieder runter zu fallen. Deswegen. Das hat nur nicht geklappt, weil ich... Wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Vielleicht hatte Wahl recht. Aber es geht kein Zurück mehr. So, und wo muss ich jetzt lang? Ah, da. Okay. Also ich konnte da schon lang. Ich war mit meiner Intuition an sich richtig. Nur ich hätte vorher das Kabel abhauen müssen. Weiß man nicht, warum. Ich persönlich würde ja eher lieber erst das obere Kabel ziehen. Hallo. Lieber das obere Kabel halt wegziehen. Und dann erst das untere, in der Hoffnung, dass sich das obere entweder das untere mitlöst. Hast du dir selbst eingebrockt, Mädchen? Okay, die Scheiße hätten sie ruhig übersetzen können. Ja. Ja. Kann man mal machen, ne? Du musst das Ding erledigen und... Okay, wo ist der Schwachpunkt? Ich bin nicht gut in sowas. Ein bisschen schnell. Ein bisschen schwierig für mich, weil ich jetzt nicht so der Perfekte im Zielen bin. Oh, Mann. Ich bin doch echt zu blöd zum... Wisst ihr übrigens, warum ich keine Shooter spiele? Hat schon seinen Grund. Au! Jetzt bist du unnütz!
Hat das Gift sich jetzt... Yo. Bah. Ich würde sagen... Aua. Das ist ein Zahnarztbohrer, was der hinten am Schwänzchen hat. Ein bisschen groß, aber... Ausgebrochen. Ich muss das Ding schnell erledigen. Ja, ich weiß. Eine Falle vielleicht. Oder Frostmunition. Vielleicht findet mein Fokus etwas, was ich hier brauchen kann. Ja, ich bin doch dabei. Mal sehen, was die kann. Yo, das lief gut. Ich habe keine Muni. Echt, mach Sachen. Endlich. Was haben wir denn hier? Ganz viel Stuff. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Ja, ich würde sagen, lief, ne? Bin ich aber ganz froh, dass wir da von diesen anderen Schlangen da dieses Dingsbums haben krallen können. Das hätte böse ausgehen können, vor allem mit meiner Zielfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das an der... Ich weiß nicht, irgendwie lag das... War ich bei Zero Dawn besser dran? Oder vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich noch nicht so gut mit PlayStation bin. Okay. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber wenn es da wäre. Jägerin, Fallenstein. Och, nee. Ich fand das vorherige Menü besser. Eindringling. Verringere Sichtbarkeit. Maschinenmeisterin. Ich muss auf jeden Fall erstmal mein... Oh, nein. Konzentrationslimit, ja, muss ich ja sowieso erstmal machen. Was haben wir hier? Tiefe Konzentration. Konzentration, Regeneration. Was haben wir hier? Hohe Salve. Was haben wir hier alles? Bolzenschießer? Ja, nee. Würde eher schon Bogen gehen. Mutstoßmeisterin. Was? Bau Mut schnell. Was ist denn Mut? Dreifachschuss, ja, okay. Fernkampfmeister. Stärke deine Entschlossenheit und verursache für begrenzte Zeit mehr Schaden. Och, haben die jetzt so ein Dingsbums drin? So ein... Okay. Ich muss so ein Rage-Mode. Oh, das braucht Aloy nicht. Okay, hat sich die Grafik so ein bisschen smoother eingestellt, was gar nicht mal schlecht ist. Macht nicht zu viel Fähigkeiten. Das interessiert die Leute im Endeffekt nicht. Die müssen einfach perfekt harmonisieren. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Also könnt ihr mich natürlich gerne verbessern in den Kommentaren. Aber ich finde, die Masse an Fähigkeiten und was man alles machen kann, ist jetzt nicht unbedingt so viel erstrebenswert, wenn man dafür über A, wenn man dafür dann übertrieben zugemüllt wird damit. Ja. Und wenn es dann einfach nicht mehr ins Ambiente passt. Lieber 3-4 Fähigkeiten weniger, dafür halt perfekt harmonisiert, als irgendwie... Ja, zugespammt damit, wo man dann gar nicht mehr weiter... Was? So, in Sachen... Mr. Dahlgard, er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied für von Arsenid. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können.
Aber bei all unseren neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssee-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Daten beschädigt. Aha. Das bedeutet, aus Platzmangel haben sie ihren Fürsprecher halt verloren. Haben ihn beseitigt und aus digitalen Quellen haben sie dann eine virtuelle Kopie erzeugt, um zu sagen, ey, den gibt's noch. Sind wir mal ehrlich, wenn das Ding da wäre, dann hätten wir jetzt nicht mehr so viel zu tun. Hauptquest abgeschlossen. Griff nach den Sternen. Gut, das war Forbidden West. Tschüss. Ich habe schon wieder vergessen, nicht so lang zu machen. Nach der Cutscene mache ich beende ich. Und ihr könnt ja dann schon mal. Initialisiere. Hallo. Hi. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Fasine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Travis, soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Es hat Stil, der Kerl. Travis Shot Not Steel, a super advanced terraforming system. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Herrlich, schön, wunderbar, geil, finde ich cool. Doch, finde ich super. Ist natürlich ärgerlich für uns. Aber ich feiere den. Ich meine, immerhin ist es eine Raubkopie. Schön. Herrlich. Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Tja, Logikbombe überhaupt. Herrlich. Ich weiß nicht, irgendwie feiere ich den Travis. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Okay. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Korb. Friendzone. 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 Warte mal. Neulich, ich finde dich süß. Lass uns gute Freunde bleiben. Von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt, Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon. Könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee.
Ja. Tja, jetzt weißt du, mit was Aloy sich rumkämpfen muss. Ja, dann ab nach Meridian, ne? Ich finde es von Cutscene zu Cutscene gerade ein bisschen... Ich weiß nicht. Bisschen schwierig. Bei der Sonne, stimmt. Sie ist zurück. Ein bisschen zu lang, finde ich, für zwischendurch. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. But. Komm. Entschuldigung. Ich zeige es euch. Sollte ein Lied werden. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Ich muss hier einen Cut setzen, das wird mir sonst zu lang. Ich kann keine Stunde Video aufnehmen, das ist mir zu blöd. Hier, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut, ciao.